So, hallo Leute nochmals. Das ist mein zweites Video für heute und es geht auch wieder über Marilyn Monroe. Hier sind wir auf meinem Blog B wie Beweis. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Das waren diese Sachen, die ich von Marilyn Monroe bei Christie's und Julien's gekauft habe. Da oben seht ihr ein paar Sonnenbrillen. Dann war das ihr Make-up, Cremes und eben auch, wie ihr hier seht, diese Augenlockenwickler. Ja? Und damit habe ich einen riesengroßen Skandal aufgedeckt, denn das war bei dieser falschen Ausstellung, das hatten die in einem Glaskasten und haben das als Marilyn Monroes Lockenwickler und die sind 12 Jahre nach dem Tod von Marilyn Monroe hergestellt worden und so habe ich das gewonnen. Das war so geil. Und hier, seht ihr, ist einer dieser wunderbaren Lockenwickler von der wunderschönen Marilyn Monroe. Tja, und das ist, der ist jetzt schon sehr, sehr alt, ist aber noch sehr gut erhalten. Und jetzt zeige ich euch ein echtes Haar von Marilyn Monroe. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich habe das extra auf meine Handy-Mappe gelegt hier, auf die Hülle. Das ist schwarz. Könnt ihr das sehen? Da? Ja, ich halte es mal hier vor rotem Hintergrund. So, da. Seht ihr es? Das ist ein Haar. Ich habe noch mehr. Und da könnte man natürlich die DNA von Marilyn Monroe könnte man durchaus damit herausfinden. Schon faszinierend, gell? Dass das an ihrem Haar, an ihrem Haupt war. Sieht aus wie ein halbes Herz. Das ist die Hälfte des Herzes von Marilyn Monroe. My love. Tja, so traurig ist das. Ich habe sie wirklich über alles geliebt und habe gesammelt und gesammelt wie ein kleines Eichhörnchen. It is hope that is keeping us alive in the muddied mist of the world. Sri Chinmoy. Es ist Hoffnung, die uns am Leben hält in dieser verdreckten, in diesem verdreckten Dreck dieser Welt, diesem Matsch der Welt. Ja. Das ist es. Das ist Wahnsinn. Ich wollte das nur mit euch teilen. Das waren meine ganzen wunderbaren Klamotten von Marilyn. Die habe ich ausgestellt. Musste ich alles verkaufen, aber diese Kette, da ist sie auf dem Bild mit dieser Kette. Es war schön. Ich habe diese Dinge sehr geliebt, aber es sind halt nur materielle Sachen. Es gibt Wichtigeres im Leben als die Klamotten und die Sachen von einem toten Movie-Star. Hier diese, seht ihr das? Dann kann man auch sehen, das ist echt, es ist Rost, verrostet, es ist 60, 70, 80 Jahre alt teilweise. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, jetzt habt ihr mal ein echtes Haar von Marilyn Monroe gesehen. In diesem Sinne, thank you ever so. Das hat Marilyn immer gesagt.